erhält nun die Kollegin Sarah Wagenknecht, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die britische BBC hat dieser Tage eine sehr interessante Studie veröffentlicht. Im Rahmen dieser Studie wurden Menschen aus 27 Ländern befragt. Und ich denke, die Ergebnisse dieser Studie sind außerordentlich bemerkenswert. Die besagen nämlich, dass noch ganze 11% der Bevölkerung in diesen Ländern den gegenwärtigen Kapitalismus, den Kapitalismus in der Form, wie wir ihn heute haben, für eine funktionierende Wirtschaftsordnung halten. 51% der Befragten fordern eine stärkere Regulierung der Märkte. Und immerhin 23% meinen sogar, dass eine vollkommen neue Wirtschaftsordnung geschaffen werden muss. Wenn man sich im Gegensatz dazu anhört, was Herr Brüderle hier vorgetragen hat, dann muss man sich schon fragen, wo leben Sie denn eigentlich? Irren mag ja menschlich sein. Aber wer an einer Politik festhält, die ihre Unfähigkeit zur Lösung der ökonomischen Probleme doch in den letzten Jahren eindeutig unter Beweis gestellt hat, der ist meines Erachtens kein Irrender. Er ist entweder komplett lernunfähig oder von bestimmten Interessen gekauft. Was wir seit 2008 erleben, das ist die schwerste Weltwirtschaftskrise seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und wer glaubt, es ginge irgendwann einfach so weiter wie vor 2008, ich denke, der hat einfach die Dimension dieser Krise überhaupt nicht begriffen. Deutschland hat in den Jahren 2002 bis 2008 insgesamt Exportüberschüsse in einer Größenordnung von 900 Milliarden Euro aufgehäuft. Und dieser Exportirrsinn und die Hyperverschuldung der amerikanischen Konsumenten, das sind doch zwei Seiten einer Medaille gewesen. Und die großen Schrottpapiere, die viel zitierten Schrottpapiere in den Bankbilanzen, über die wir jetzt seit 2 Jahren reden, die sind ein Ergebnis dieses Zusammenspiels. Das muss man doch mal begreifen. Und wer hier im Ernst glaubt, er könne einfach so weitermachen wie bisher, der möge uns doch schon mal vorsorglich erklären, wer denn die Verluste des nächsten Billionencrashs dann wieder übernehmen soll. Wieder der Steuerzahler, wieder auf Kosten des Steuerzahlers und der Staatsverschuldung oder wer sonst? Was der deutschen Wirtschaft fehlt, das sind, denke ich, nicht neue Exporterfolge, sondern das ist Nachfrage hier im Land, hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und diese Nachfrage fehlt nicht, weil die Menschen etwa keine Lust zum Konsumieren hätten, sondern diese Nachfrage fehlt, weil immer mehr Menschen nicht genug Geld im Portemonnaie haben, um sich die Dinge leisten zu können, die sie brauchen, die sie sich leisten können möchten. Und das ist das Ergebnis einer jahrelangen Politik des Lohndumpings, einer jahrelangen Politik der Deregulierung, einer jahrelangen Politik der Privatisierung und des Sozialraubs. Das ist das Ergebnis dieser Politik, die schon unter Rot-Grün gemacht wurde, unter der Großen Koalition fortgesetzt wurde. Und genau diese wahnwitzige Politik, die wollen Sie jetzt weitermachen. Das ist eine Politik, die hat Mehrheiten in diesem Lande ärmer gemacht. Und es ist eine Politik, die die oberen Zehntausenden beispielloserweise bereichert hat. Deutschland ist doch dank der Reformen der letzten Jahre schon längst ein Steuereldorado für große Konzerne und Multimillionäre. Das Aufkommen aus der Erbschaftssteuer ist lächerlich im internationalen Vergleich. Und da erzählen Sie uns, weitere Steuergeschenke für Unternehmer und Reiche würden die Konjunktur ankurbeln. Ja, wenn das so stimmen würde, dann hätten wir in der Bundesrepublik seit der Jahrtausendwende den grandiosesten Wirtschaftsboom der deutschen Nachkriegsgeschichte erleben müssen, weil genau das, was Sie jetzt vertreten, das ist doch die ganze Zeit schon gemacht worden. Also hören Sie doch bitte auf, solche Phrasen zu dreschen. Sie wollen die Regierung der Mitte sein, und Sie setzen nahtlos eine Politik fort. Sie setzen nahtlos eine Politik fort, in deren Folge die Mittelschichten in der Bundesrepublik Jahr für Jahr geschrumpft sind. Sie wollen eine Koalition des Mittelstands sein. Und Sie gucken zu, wie die Banken kleinen und mittleren Unternehmen den Kredithahn zudrehen. Und alles, was Ihnen dazu einfällt, sind moralische Appelle.
moralische Appelle, wohlgemerkt, an genau die Banken, in denen Sie doch schon Milliarden an Steuergeld versenkt haben. Ja, warum haben Sie sich für das verdammte viele Geld nicht wenigstens ein Mindestmaß an Mitsprache und Einfluss gesichert? Und das betrifft durchaus nicht nur die Banken, die direkt vom SOFIN gestützt werden. Auch die Deutsche Bank wäre doch längst bankrott, wenn der Steuerzahler in diesem Land nicht mit Milliarden und Abermilliarden für die Rettung der IKB und jetzt vor allem für die Rettung der Hypo Real Estate bluten würde und noch bluten wird. Es ist doch unser aller Geld, mit dem diese Banker längst wieder auf internationalem Parkett zocken gehen. Es ist unser aller Geld, mit dem Herr Ackermann schon wieder Dividenden verteilt, statt sich um die Kreditversorgung der Wirtschaft zu kümmern. Und ich denke, Repräsentanten eines Staates, die sich von Bankvorständen oder auch vom Management gewisser Automobilkonzerne wie dumme Tanzbären am Nasenring durch die Manege ziehen lassen, die entwürdigen die Demokratie. Und dann müssen Sie sich auch nicht wundern, dann müssen Sie sich wirklich nicht wundern, wenn immer mehr Menschen sich angewidert von dieser Art von Politik abwenden. Meine Damen und Herren, wir brauchen kein Weiter-so. Was wir brauchen, ist ein politischer Neuanfang und perspektivisch eine andere Wirtschaftsordnung. Wir brauchen eine andere Wirtschaftsordnung, weil dieser entfesselte Kapitalismus, der mit den Ideen der sozialen Marktwirtschaft doch längst nicht mehr das Geringste zu tun hat, weil dieser entfesselte Kapitalismus eine kleine Schicht von Leuten, nämlich die Besitzer großer Kapitalvermögen, in beispielloser Weise gegenüber allen anderen Gruppen der Gesellschaft privilegiert. Und weil er deshalb zu einer Verteilung der Einkommen führt, die Einkommen genau bei denen konzentriert, die eh schon viel zu viel haben. Das ist doch die eigentliche Ursache dieser Ungleichgewichte, die eigentliche Ursache der Krisen, die eigentliche Ursache des wirtschaftlichen Niedergangs. Und deswegen brauchen wir andere Formen wirtschaftlichen Eigentums. Wir brauchen eine radikale Umverteilung der Einkommen und Vermögen von oben nach unten. Nur wenn wir eine solche Einkommensumverteilung hinbekommen, dann werden wir auch perspektivisch wirklich aus dieser Krise herauskommen. Frau Kollegin Wagenknecht, das war Ihre Rede.